Dann habe ich gesehen, auf meiner gerechten großen Zehe hang ein Zettel drauf, ja, drauf mit einem Bindfaden, ja, Josef Müller gestorben am 20.12. um 20 Uhr. Müller, im Jahr 1964, Sie waren damals 16 Jahre alt, wurden Sie nach einem Blinddarmdurchbruch im Krankenhaus für tot erklärt. Das waren dramatische Ereignisse, die Ihr Leben mitgeprägt haben und die Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben sind, auch weil Sie damals eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Bitte erzählen Sie uns, wie es dazu gekommen ist. Ja, dazu kam es, dass ich damals bin ich in die Adel gegangen, habe die Schule besucht und ich habe dort Bauchschmerzen gehabt. Das war in St. Pölten auf der Adel. Und ja, da bin ich zum Arzt gegangen, der hat mir ein Medikament verschrieben. Das habe ich genommen und bin dann anschließend in die Schule gegangen. Und plötzlich waren die Schmerzen weg, völlig weg. Ich habe mich gewundert, dass das so schnell gehen kann, aber später nichts gedacht. Eigenartig war das dann praktisch am Folgetag, das war dann ein Samstag, weil ich in die Kantine gegangen bin und habe mir Milch gekauft. Und deswegen eigenartig, weil ich nie Milch getrunken habe. Ja, ich habe kalte Milch getrunken, bin dann mittags nach der Schule nach Hause gefahren, das heißt von St. Pölten mit der Bahn nach Melk und dann mit dem Autobus nach Heiligenblut, das ist im südlichen Waldviertel. Ja, aber meine Mutter hat das nicht gefallen, so wie ich ausgesehen habe, und hat mich gefragt, hast du irgendwas? Und meine Antwort, nein, was wird schon sein, vielleicht ein bisschen verkühlt oder was. Ja, und am Montagmorgens hat meine Mutter was gesagt, was sie nie gesagt hat, nie mehr, auch nachher nie gehört habe. Du gehst nicht in die Schule, du bleibst zu Hause. Also sie hat gespürt, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, genau. Da stimmt was nicht. Sie hat einen Arzt gerufen, der hat mich untersucht und hat gemeint, naja, Bauchgrippe. Meiner Mutter hat das überhaupt nicht gefallen, die Diagnose. Sie war, ist immer nervöser geworden. Letztendlich hat der Arzt dann gemeint, ja, okay, ins Krankenhaus zur Beobachtung. Ja, und so bin ich dann mit der Rettung ins Krankenhaus gekommen. Meine Mutter hat mich begleitet. Bei der Aufnahme war der Primar Peters gegenwärtig vom Haus und der hat mich untersucht und hat geschwiegen. Nach einer Weile sagt er, Blinddarmdurchbruch, Bauchfellentzündung, keine Chance zum Überleben. In Ihrer Gegenwart? In meiner Gegenwart. Wobei ich heute noch eine Erinnerung habe, dass meine Mutter viel mehr erschrocken ist als ich selbst. Vielleicht war das auch ein bisschen eine gute Ablenkung für mich, dass meine Mutter dabei war in dem Sinne. Und nach einer Weile sagt der Primat Peters wiederum, er hat eine Bitte, er möchte mich operieren. Und zwar nicht, weil er glaubt, dass ich eine Chance habe, im Gegenteil, ich habe keine Überlebenschance. Aber es gibt ganz neu so ein Kunststoffnetz, mit dem man Gedärme stückeln kann, sozusagen. Und ja, das würde er gerne versuchen. Ja, und meine Mutter hat natürlich zugestimmt. So bin ich gleich in den OP gekommen. Ja. Aber vom OP, da kann ich gar nichts erzählen. Das war alles am gleichen Tag? Das war alles sofort, ja, in den nächsten Stunden. Und woran erinnern Sie sich dann wieder? Erinnern tue ich mich erst dann wieder, wie ich irgendetwas gehört habe. Dann bin ich wach geworden, habe gemerkt, aha, es ist dunkel, liege in einem Raum mit ein paar anderen Zimmerkameraden. Ja, und es ist tatsächlich die Tür aufgegangen. Ja. Und da ist etwas ganz Eigenartiges passiert, insofern ganz eigenartig für mich, weil es kommt eine Krankenschwester, ich bin nächst der Tür gelegen und kommt zu mir und fragt mich, lebt der Zmüller noch? Entweder war Schichtwechsel oder irgendwas, ich habe mir das nicht erklären können, wie man so eine Frage stellen kann, bis heute nicht. Die ist auch fürchterlich erschrocken, wie ich gesagt habe, ja, das bin ich. Ne?
Ja, das war so schätzungsweise ungefähr so um 4 Uhr morgens. Dann etwas, einige Stunden später wurde dann Frühstück serviert. Alle kriegen was, nur ich nicht. Dann habe ich gedacht, hallo, das geht ja gar nicht. Ich will auch was haben. Ja, gebettelt darum und habe dann auch bekommen eine Tasse Tee und das Semmel. Ja. Weißes Brötchen. Ja, vom Tee habe ich einen Schluck gemacht. Ja, und das Semmel wollte ich beißen. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil in dem Augenblick ist die Tür aufgegangen. Primar Peters ist reingekommen und hat fürchterlich geschrien. Ich muss das mit dem Schreien immer erzählen. Ich weiß es gar nicht, warum es mich dazu drängt, weil ich habe nie mehr einen Menschen so schreien gehört. Ich hätte nämlich nichts bekommen sollen. Und die Operation ist überraschend gut gegangen? Naja, das habe ich ja nicht erfahren. Meine Fragen haben ja nichts genützt in dieser Richtung. Erst im Laufe des Nachmittags ist dann ein Arzt gekommen, ein Assistenzarzt, und zwar der Sohn von unserem Hausarzt, der Dr. Töni. Und der hat mir gesagt, ja, wir können das alles nicht verstehen. Wir haben den Bauch aufgemacht, da war Brand vorhanden, wir konnten ihn kaum reinigen, also wir haben überhaupt nichts machen können. Wir haben wieder zunähen müssen, so wie es war. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, dass ich erschrocken bin über diese Nachricht. Ich wusste nur eines, ich will nicht im Bett liegen und warten, bis ich sterbe. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte unbedingt aufstehen, war mühsam und so weiter. Und da habe ich eine interessante Erfahrung für mich gemacht. Man kann so starke Schmerzen bekommen, dass man bewusstlos zusammenbricht. Und das habe ich dann mehrmals erlebt, auch in den nächsten Tagen. Man hat sich immer gewundert, dass ich nicht sterbe. Nach fast einer Woche hat man mich dann noch einmal in den OP gebracht, weil man meinte, na, die Diagnose, da war irgendwas völlig falsch gelaufen. Ja. Wenn er schon nicht stirbt, dann schauen wir nochmal nach. Schauen wir noch einmal nach, nicht? Nur das Ergebnis war trotzdem im OP dieselbe. Ja, ja, und so ging es doch sukzessive mit mir dann immer schlechter. Es kam der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Schmerzhaft war für mich auch, dass meine Mutter tagtäglich ins Krankenhaus kam. Nicht, weil ich nicht mit ihr gut konnte, sondern im Gegenteil, wir haben uns blendend verstanden. Wir haben uns oft völlig blind verstanden sogar, ohne ein Wort zu sagen. Nur, ich habe 4 Geschwister, ja, und meine Mutter ist alleine zu Hause und muss sich auch um die Geschwister kümmern. Ja. Und das ist ja doch ein ziemlicher Zeitaufwand, nach Melk zu kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, am Abend dann wieder zurück. Ja, und mir haben Krankenschwestern erzählt, dass die Mutter ist den ganzen Tag im Krankenhaus. Wenn sie nicht bei mir sein durfte, weil sie durfte immer nur ein paar Minuten zu mir kommen, war sie in der Krankenhauskapelle und hat gebetet. Sie wollte unbedingt, dass ich überlebe. Und für sie war das ein Todeskampf, der über mehrere Tage, Wochen gegangen ist. Ja. Aber dass Mutter sich so aufopfert wegen mir, das wollte ich nicht. Ich wollte das gar nicht. Ja. Gut, okay. Es war dann soweit, am 19. Dezember wurden meine Eltern verständigt, dass ich vermutlich den nächsten Tag nicht mehr überleben werde. Ja. Und am 20. sind dann auch meine Eltern gekommen. Ja, Vater hatte einen völlig neuen Anzug an. Auch Mutter war besonders herausgeputzt, möchte ich sagen. Ja, Mutter ist zu mir gekommen, hat mich begrüßt, hat mich auf die Wange geküsst. Vater blieb beim Bettende stehen. Denke ich mir, hallo, was ist los, warum kommt er nicht her? Und ich spreche ihn an, er reagiert gar nicht darauf. Jetzt habe ich verstanden, dass ich für meine Eltern bewusstlos war. Ich jedoch sie wahrgenommen habe, gehört habe. Sie waren also aus der Sicht Ihrer Eltern nicht ansprechbar? Aus Sicht meiner Eltern war ich nicht ansprechbar, ja. Ja. Der Bruder meines Vaters, Onkel Emmerich, war beteiligt am Autobahnbau auf der A1. Ja, in der Nähe von Melk haben sie ein Teilstück gebaut, hat er erzählt, bei seinem Besuch
Er war auch sozusagen Besucher und hat erzählt, dass ihnen da ein Stück eben abgetragen werden muss, ein guter Kilometer, muss das ganze Fundament wieder neu aufgebaut werden und so weiter, weil es einfach nicht in Ordnung war. Und Jahre danach habe ich ihm das erzählt, was er erzählt hat. Und er wollte es gar nicht glauben, das weiß doch überhaupt niemand. Sage ich, doch, du hast es erzählt, wie du mich besucht hast im Krankenhaus. Also für mich doch dann auch eben eine Situation gewesen, wo ich beweisen konnte, dass ich sie höre. Es gab also mehrere Besucher, die Sie als bewusstlos erlebt haben. Die mich alle als bewusstlos erlebt haben. Sie haben aber mitbekommen, was Sie sagen. Ja, ich kann nicht, ich habe sicher nicht alles mitbekommen, muss ich sagen. Ja. Aber doch sehr vieles. Ja. Eigenartig war für mich die Gesprächsthemen. Man hat Themen gesucht, die mit dem Tod nichts zu tun haben. Sie haben Themen gesucht, die mit mir nichts zu tun hatten. Ja, jeder hat irgendetwas erzählt. Ja, das war eine eigenartige Situation. Wie haben Sie diesen letzten Tag erlebt? Waren Sie immer noch dem Körper und den starken Schmerzen verbunden? Ich war schmerzlich verbunden, wobei ich auch, ja, ich habe Morphium auch bekommen, ja, muss ich schon sagen. Ja, und das hat natürlich schon geholfen. Allerdings gab es einen Augenblick, der alles verändert hat. Es sind nämlich zwei Ministranten mit einem Priester gekommen. Ja, die haben Kerze angezündet. Und ich war ja selbst auch Ministrant, daher war das nichts Neues für mich. Ich habe nur das Bedürfnis bekommen, ich würde gerne noch einmal beichten. Ja. Ich würde mir sagen, welchen Mist ich gebaut habe und nicht bereut habe oder wie auch immer. Und ja, ich wollte dem Priester das auch sagen und klar machen. Ich habe gerade total vergessen, dass ich für den ja bewusstlos bin. Ja. Später habe ich gesehen, wie Menschen reagieren, wenn sie bewusstlos sind und der Priester ist da. Ja, ich habe das dann nachvollziehen können, dass der Priester ist immer schneller geworden, das Sakrament zu spenden. Damals hat es geheißen, letzte Wegzehrung oder letzte Ölung. Ja, diese Bezeichnungen gab es. Und ja, der ist immer schneller und schneller geworden. Ja, ich war eigentlich wütend fast, muss ich sagen. Ich habe mich fürchterlich geärgert, dass der einfach seinen Job erledigt. Und ja, verblüffend war für mich, wie der Priester gegangen ist, habe ich festgestellt, die Schmerzen haben keinerlei Bedeutung, absolut keine Bedeutung. Ja, ich schreibe das schon irgendwie auch diesem Sakrament zu, muss ich ja schon sagen, ja, dass man hier offensichtlich so einen Zustand bekommt, wo das Leiden nicht wirklich mehr bedeutungsvoll ist. Ja. Und wie kam es dann zu dieser heute sogenannten Nahtoderfahrung? Naja, es war dann so, dass das war schon relativ spät, wie der Priester da war. Es war dann so, dass ich noch immer nicht gestorben war, auch um 18 Uhr herum noch nicht. Da gingen dann die Verwandten sich zu verabschieden oder auch Bekannte, die da waren. Es waren dann doch einige Leute da. Meine Eltern waren die Letzten, die gegangen sind, aber verstorben war ich noch nicht. Ja? Dann hat man mich in ein Einzelzimmer gelegt. Später hat man mir erzählt, das war auch üblich, dass man Sterbende gerne alleine gelassen hat. Und für mich war dieses Alleinsein eine Erfahrung, die ich eigentlich auch gerne erzählen will jetzt. Denn für mich ist dieses Hinübergehen von diesem Leben in das ewige Leben, ja, so etwas wie ein Versöhnungsprozess, absoluter Versöhnungsprozess. Insofern, weil mich hat beschäftigt, dass ich gerne jenen Personen sagen möchte, die mir Unrecht getan haben, dass ich sage, du mach dir keine Gedanken mehr. Es ist alles erledigt, vergeben. Ja? Mach dir keine Sorgen deswegen.
Dann habe ich aber eine Phase gehabt, wo ich auch gerne gebeten hätte, mir zu vergeben. Das war schwieriger, weil ich konnte mit niemandem sprechen. Ich konnte nicht mehr bitten darum. Ja, und ich habe so gespürt, ich kann gegenwärtig sein in meiner Familie. Meine Geschwister, meine Eltern, es herrschte Schweigen, Stille, kaum wäre ein Wort gesprochen und eine unglaubliche Traurigkeit. Und diese Traurigkeit hat mich extrem belastet. Es, wenn ich spüren hätte können, musste leider schon gehen von uns, aber vielleicht gibt es doch ein Leben danach oder vielleicht können wir uns sogar wiedersehen oder irgendein Hoffnungsschimmer da gewesen wäre, dann wäre das für mich nicht so belastend gewesen. Mein innerster Wunsch war eigentlich, dass sie sich freuen könnten. Ja, dass das nicht geht, das war mir schon klar. Denn letztendlich habe ich das Gefühl, ich gehe nach Hause. Deshalb sollten sie sich freuen. Denn jeder darf irgendwann nach Hause gehen. Ja? Aber Menschen, die man liebt, lässt man auch nicht gerne los. Das ist schon klar. Ja? Sie haben das Gegenwärtigsein in der Familie erwähnt. Meinten Sie damit, dass Sie in Ihren Gefühlen gegenwärtig waren oder war das tatsächlich auch ein sinnliches Gegenwärtigsein? Konnten Sie sie mit Ihren Sinnen wahrnehmen? Ich hatte das Gefühl, mit meinen Sinnen gegenwärtig zu sein. Ich habe versucht, ja, meine Hand auf die Schulter meiner Mutter zum Beispiel zu legen, nur es war keine Reaktion. Ne? Für meine Mutter ist natürlich schon eine Welt zusammengebrochen. Ich war das älteste Kind, ich war für sie ja, der wichtigste Ansprechperson, ja, die sie jetzt verliert. Ne? Also das war mir schon klar, dass das für meine Mutter, das ja, die hat's am schwierigsten damit. Konnten Sie dann Dinge, von denen Sie glaubten, dass sie offen waren, lösen? Ja, ging einfach nicht mehr. Ja? War eine gewisse Belastung, aber es ging einfach nicht mehr. Ja? Von außen betrachtet endete Ihr Leidensweg, indem Sie für tot erklärt wurden. Für Sie selbst ging das Leben aber weiter. Ich habe mich nie tot gefunden. Ja, ja, ich wurde dann für tot erklärt, wobei das für mich in der Erinnerung kaum vorhanden ist. Denn ich habe ja dann gemerkt, nachdem ich meine Familie verlassen habe, dass ich auch meinen Körper verlasse. Ja, ich möchte versuchen, bisschen zu beschreiben. Es ist, als würde das ganze Universum zusammenbrechen. Alles zusammenstürzen, alle Sterne fallen vom Himmel, alles löst sich auf. Und man landet sozusagen in einer absoluten Finsternis. Wenn ich sage absolute Finsternis, meine ich nicht eine Finsternis, wie wir sie kennen, sondern da ist einfach gar nichts. Kein Funken von einem Licht, kein Ton, einfach nichts. Bevor wir über dieses Nichts näher sprechen, haben Sie den Austritt aus dem Körper an einer bestimmten Stelle erlebt? Also ich habe den Körper schon verlassen, also so von nach oben hin, ja. Dann kam das große Nichts. Und dann kam dieses Zusammenbrechen, alles hat sein Ende. Man schreitet sozusagen in eine andere Art von Zeit, ja. Unsere Zeit hier, die wir hier leben, ist für mich gar nicht so Greifbares auch. Ja? Weil jeder erlebt es ja anders. Man weiß ja selbst, wenn man irgendwo hinfährt, der Hinweg dauert viel länger. Er dauert nicht länger, nur die Verarbeitung der Informationen, es sind neue Informationen, dauert länger als der Rückweg dann meist nicht. Also es ist sehr etwas relatives Zeit. Ja. Zeit gab es in diesem Sinn für Sie also nicht mehr? Anders, ganz anders. In dieser Dunkelheit sah ich dann plötzlich einen Film. Ja. Meine erste Reaktion war, naja, schönere Farben könnte er schon haben. Ne? Das war so meine erste Reaktion auf den Film. Der hat mich auch gefragt, was soll das überhaupt? Was wird das jetzt? Ja?
Und ich musste aber dann schnell feststellen, dass es in diesen Film Szenen sind, gekommen sind, die eigentlich ja, mich selbst betrafen, mit mir zu tun hatten. Sie waren auch Darsteller in dem Film. Ich war auch der Darsteller, ja. Ich war der Hauptdarsteller sozusagen, ja. Und ja, für mich war halt ganz wichtig, diese erste Szene, wo sich etwas getan hat, zu erleben. Weil das war für mich einfach ja, sehr, sehr prägend in dieser Situation. Ich habe erlebt, wie ich meine Schwester, ja, die im Kinderbett gelegen ist, wir sagen sekiert habe, gegängelt habe, ja, geärgert habe. Ja. Und dann war plötzlich eine Stimme da, eine klare Stimme, eine bestimmte Stimme, aber keine bedrohliche Stimme, die sagte, das war nicht in Ordnung. Ja, was war denn nicht in Ordnung? Ich habe ja gar nicht wehgetan. Das war nicht in Ordnung. Und es ist unglaublich, wie viele Ausreden wir haben, wenn wir etwas tun, das nicht in Ordnung war. Wir haben 1000 Gründe, warum wir es getan haben. Was war nicht in Ordnung? Ging es um die Motivation, die Absicht, die dahinter stand? Die Absicht, die dahinter stand, war nicht in Ordnung. Ich wollte sie ärgern. Und das war nicht in Ordnung. Ne? Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich keine Ausrede mehr fand. Und da bekam ich plötzlich eine Wahlmöglichkeit. Die Wahlmöglichkeit für mich war, entweder ich sage, ja, es war nicht in Ordnung, oder wahrscheinlich hat das auch mit Erziehung oder was dann zu tun, die andere Alternative. Ja, wenn es nicht in Ordnung war, dann muss ich es halt irgendwie gut machen. Ja? In diesem Lebensfilm haben Sie also vor allem Dinge erlebt, die einer Lösung bedurften. Einer Lösung bedurft haben, ja. Eigentlich gehört für mich das alles noch zum Begriff der Versöhnung. Ne? Mhm. Ja? Ja. Einer Lösung bedurft haben. Da war was offen geblieben. Ja, und ich konnte mich nicht entscheiden. Ja? Und da haben sich diese zwei Varianten, sozusagen Antworten, verselbstständigt. Ich möchte fast sagen, ja, in Gestalten. Verselbstständigt. Nicht eine Gestalt, sondern auf beiden Lagern mehrere Gestalten sogar. Ja? Die um mich kämpften. Jede Seite wollte gewinnen. Ja? Können Sie ein Beispiel nennen, um welche Entscheidung es dabei ging? Ja, es ging noch immer um die Sache, akzeptiere ich das, dass das nicht in Ordnung war oder nicht? Es ging immer noch um meine Schwester. Ja? Aber das ganze Erlebnis war für mich extrem fürchterlich. Also wenn man so jetzt den Begriff Hölle hernimmt, dann sage ich, ich habe die Hölle erlebt. Ja? Weil die zwei Lager kämpften um mich und sie zerrissen mich. Und das ganze Spiel begann immer wieder von vorne. Das wollte kein Ende finden. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie viele Minuten das gedauert hat, Sekunden das gedauert hat, dann müsste ich sagen, es hat Wochen gedauert. Zeitbegriff wird ganz ein anderer. Von der Erlebnisintensität her. Von der Intensität des Erlebten her, ja. Ja, hat das Wochen gedauert. Ja. Und ich kann nicht sagen, woher, wodurch. Ja, aber ich bekam dann doch die Hilfe, mich zu entscheiden. Denn ich wollte, irgendwann war ich so weit, dass ich sage, nein, ich entscheide mich. Ja, und irgendwie hatte ich dann plötzlich das Gefühl, ich sollte mich für entscheiden zu sagen, es war nicht in Ordnung. Zur Ehrlichkeit. Zur Ehrlichkeit, einfach nur zur Ehrlichkeit. Ja, auf der anderen Seite wäre ja die Wiedergutmachung gestanden. Das wäre ja auch ein Eingeständnis gewesen. Nur mir war nicht klar, was soll ich noch gut machen? Ich kann mit meiner Schwester nicht mehr reden und sagen, du, tut mir leid, was ich getan habe. Ging es in diesem langen Entscheidungsprozess um mehrere Erlebnisse oder immer um die das mit der Schwester? Die kamen erst danach. Ja? Nur als ich mich entschieden hatte, herzugehen, ja, die Antwort zu geben, es war nicht in Ordnung, dann war das ganze Spiel vorbei. Ja? Es hatte niemand mehr Macht über mich. Ich war wieder frei.
Und mir wurde klar in diesem Augenblick, es geht darum, sein Leben, seine Situationen, seine Entscheidungen ja, anzunehmen, wie sie waren. Sich selbst anzunehmen. Es ist unheimlich schwierig, offensichtlich mit sich selbst zu versöhnen. Es ging in dieser Finsternis also um einen Läuterungsprozess, der sie gezwungen hat, sich selbst so zu sehen, wie sie ja, sind. Man kann so mich selbst zu sehen, so wie ich bin, man kann es dramatischer formulieren. Dieser Prozess ist ein Prozess, seinen eigenen Stolz umzubringen. Aber es liegt an mir, ob ich bereit bin, umzubringen oder nicht. Ja, und so habe ich dann nächste Erlebnisse gehabt. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Erfahrung, wo ich meiner Mutter 5 Schillinge gestohlen habe. Und da haben wir gedacht, kurz davor noch gedacht, hoffentlich kommt das nicht auch noch. Ich will das nicht noch einmal erleben. Weil ich habe mich damals eigentlich, wie ich die 5 Schillinge gestohlen habe, ja, ich habe zu ringen gehabt. Aber ich habe es getan. Und diese Szene ist aber nicht gekommen. Warum ist sie nicht gekommen? Also da hat für mich begonnen eigentlich doch die Religion, der Glaube eine Rolle zu spielen. Wirklich eine Rolle zu spielen. Also es ist offensichtlich möglich, dass man sozusagen stellvertretend durch jemanden Geweihten sozusagen diese Versöhnung herbeiführt. Weil ich habe mich dann viel später erinnert, das war eine Situation, die ich sehr wohl in die Beichte getragen habe. Das Sakrament der Versöhnung getragen habe. Das heißt, in diesem Lebensfilm haben Sie ausschließlich Situationen gesehen, erlebt, mit denen Sie nicht versöhnt waren. Nichts Angenehmes. Ja, also wenn man so erzählt, die guten Taten werden aufgewogen mit den schlechten Taten und so, das kann ich nicht nachvollziehen. Da kann man eigentlich nichts erzählen davon. Also ich muss auch sagen, ich bin auch froh fast, dass diese guten Werke nicht präsentiert werden, weil dann wäre es umso schwieriger, den Stolz umzubringen. Ja, und am Ende dieser ganzen Situationen, die ich da erlebt habe, aufgearbeitet habe, wobei der Prozess dann für mich nicht mehr so schwierig war, weil ich eben aus der ersten Erfahrung mir klar war, sag einfach ja. Worum es geht. Worum es geht, ja. Ja, und dann kam wieder diese totale Finsternis. Und ich kann nicht sagen, gefühlsmäßig, es hat eine Weile gedauert, aber plötzlich habe ich ganz in der Ferne einen ganz kleinen hellen Punkt gesehen. So ja, kleiner, so ein Stecknadelkopf, ganz kleiner Punkt. Und dieser Lichtpunkt, ja, das war so ein Lichtpunkt, das war unglaublich faszinierend für mich. Mir war klar, ich will dorthin, ich will zu diesem Licht kommen. Ich will dorthin kommen. Gab es dann ein bestimmtes Ereignis, das dazu geführt hat, dass Sie dieses Lichtpünktchen sehen konnten? Es gab kein Ereignis. Es war nur wieder genauso wie vor diesem Versöhnungsprozess, sage ich einmal. Und ja, man sucht in der Finsternis. Das kann es ja nicht gewesen sein. Die Gedanken waren schon da. War das alles? Das kann es ja nicht ganz gewesen sein. Das muss ja einen Sinn haben. Habe ich mir zumindest eingebildet, nicht? Dass ein Sinn da vorhanden sein muss in der ganzen Sache. Und dann habe ich eben diesen Lichtpunkt gesehen. Und dieser Lichtpunkt war mir schlagartig klar, dort will ich hin. Mehr noch, ich war der Überzeugung, das ist meine Heimat. Das ist meine Herkunftsstätte. Von dort komme ich her, dort bin ich zu Hause. Und war riesiger Freude, wie ich gemerkt habe, ich kann tatsächlich auf das Licht zugehen. Ich habe auch dann festgestellt, ich bin gar nicht alleine. Es gibt auch noch andere, die auf das Licht zugehen. Ich war auch in der Lage, mit jedem zu kommunizieren. Man ist in einer Situation,
wo man Anteil hat am gesamten universalen Wissen. Es gibt nichts, was man nicht wissen kann. Man stellt sich die Frage und kriegt die Antwort. Eine wichtige Frage war für mich in der Situation, ich will ja zu dem Licht. Nur was passiert, wenn ich im Licht ankomme? Höre ich dann auf zu existieren? Löse ich mich dann im Licht auf? Und die Antwort war eindeutig, ich bleibe immer ich. Man kriegt eine Antwort, an der man gar nicht zweifeln kann. Sie sind, wie Sie erzählt haben, Ministrant gewesen, waren immer stark vom Glauben geprägt. War das, was Sie da vor sich hatten, der Himmel, den Sie als gläubiger Mensch schon immer sehnsuchtsvoll erwartet haben? Ja, aber es war der Weg zum Himmel. Es war noch der Weg zum Himmel. Ja. Ich habe da unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Ich kann da nur Andeutungen machen, im Grunde genommen. Nicht? Man begegnet einem anderen, ich sage jetzt Seele, ja, oder menschliche Seele, und man kann, wenn man so, ja, man ist ja nur mehr Energie, man kann durcheinander gehen, ja, ja, man hat keinen Widerstand, ja, man kann alles durchdringen. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, ich möchte nicht behaupten, dass man wirklich die Freiheit hat, mit Menschen Kontakt auf dieser Welt aufnehmen zu können, wann man will. Da habe ich Bedenken, ob man das wirklich selber steuern kann. Aber ich habe Erfahrungen auch gemacht in dieser Welt, in diesem Zustand. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ein Forscher etwas erfunden hat, was in der Zukunft liegt. Dass die Energie, die der Mensch braucht, eigentlich egal wofür, immer bei sich tragen kann. Nicht viel größer wie ein Apfel. Ja? Und dieser Forscher ist verzweifelt daran, weil irgendetwas nicht stimmt. Er war überzeugt, das muss so funktionieren. Und ich wollte ihm helfen. Ich konnte ihm sagen, wo der Fehler liegt. Aus diesem Einssein mit dem Wissen heraus. Ja, genau. Aus dem Einssein mit dem ganzen universalen Wissen konnte ich ihm sagen, wo der Fehler ist. Und ich wollte ihm den Fehler auch zeigen. Der hat alles schön dokumentiert gehabt, in ein Buch fast gebunden gehabt. Das war nicht so ein richtiger Ordner. Ja, mehr Buch war das. Und ich habe versucht, ihm die Seite aufzuschlagen. Ja? Ja, er wollte diese Seite partout nicht lesen. Ja? Also, Sie hatten den Eindruck, aus dem Licht heraus durch Raum und Zeit reisen zu können. Auch in die Vergangenheit, Jahrhunderte, Jahrtausende zurück, kann man eine Situation in Japan erinnern, wo ein Dorf fast ausgerottet worden ist, ja, und wollte denen helfen, auch chancenlos gewesen, ja, natürlich. Ja. Es gab im Zusammenhang mit diesen Reisen durch Raum und Zeit auch ein besonderes Erlebnis, einen Unfall, den Sie vorhergesehen haben und der dann später für Sie selbst eine Rolle gespielt hat. Können Sie darüber etwas erzählen? Ja, ich erlebte einfach, dass eine Familie von zu Hause wegfuhr. Also das war ein Ehepaar mit zwei Kindern und in Osttirol auf einer Bergstraße ein Baum umgefallen gewesen eigentlich. Er ist nicht erst gefallen, ja, sondern eigentlich ist er schon gelegen, wie sie dorthin kamen. Aber allerdings ist er, also meiner Wahrnehmung, tatsächlich kurz davor umgefallen. Und der Vater hat schlecht reagiert oder wollte ausweichen und ist dabei dann den Hang runtergefallen. Das Auto hat sich mehrfach überschlagen und waren alle tot. Ja. Und ich konnte dieses Ereignis auch wiederholen, so oft ich wollte. Ja? Ich habe jedes Mal versucht, mir etwas anderes einfallen zu lassen, um das zu verhindern. Ja? Und ja, einmal habe ich den Autoschlüssel einfach weggewischt, damit sie ihn suchen müssen. Ja? Da war ich sogar in der Lage, Materie zu bewegen. Ja? Es hat nichts genützt. Es kam immer dazu. Und ja,
Und das letzte Versuch war eigentlich ins Lenkrad zu greifen, damit das Auto einfach in den Baum fährt. War chancenlos. Ja, die Kräfte haben nicht gereicht, oder die Kräfte des Vaters waren viel stärker als meine Kräfte. Wie haben Sie sich denn in dieser Situation selbst erlebt? Waren Sie immer noch der 16-Jährige mit seiner persönlichen Geschichte, oder hatten Sie den Eindruck, erwachsen zu sein, ein erweitertes Bewusstsein zu haben? Sie sind der Erste, der mich das fragt. Denn ich hatte den Eindruck, wirklich erwachsen zu sein, ausgereift zu sein, sage ich einmal. Ja? Und aufgrund der Erfahrungen tatsächlich unglaublich erweitert. Können Sie diese Erweiterung, dieses erweiterte Bewusstsein noch irgendwie beschreiben? Ja, von dieser Erweiterung. Das ist dann schon unheimlich schwierig, irgendwas zu erklären. Ich kann nur versuchen, oder versuche gerne, mir selbst zu helfen dabei, indem ich mir Hilfsbrücken baue. Ja? Also wenn Sie mich fragen würden, ob in diesem himmlischen Zustand, der immer intensiver wird, je näher man dem Licht kommt, ja, wenn dieser himmlische Zustand, ja, ist das jetzt ein Punkt der Erfahrung? Oder rein weißes Licht, dann muss ich sagen, beides und das gleichzeitig. Ja? Oder wenn Sie mich fragen würden, ist da absolute Stille oder kann man da etwas wahrnehmen, vielleicht eine Melodie, dann muss ich sagen, es ist absolute Stille und es ist die herrlichste Melodie, die kein Mensch erfinden kann. Und das gleichzeitig. Ja, mehr noch, ich habe den Eindruck, ich könnte eine Note in dieser Melodie sein. Ich könnte ein Farbtupfer in dieser weißen Landschaft sein. Es steht einfach alles einfach in einer unglaublich intensiven Beziehung. Das heißt, eine gewisse Einheitserfahrung, aber trotzdem als Ich. Genau, das ist ja das Spannende daran, ja, weil man könnte den Eindruck haben, ja, man löst sich auf. Ja, ja. Aber das Ich war immer da, ich achtete auch darauf, gibt es mein Ich noch? Ja. Weil diese Angst da war, das Ich zu verlieren. Ja, Angst ist ja vertrieben. Angst, das Gefühl, Angst gibt es gar nicht mehr. Man ist in einer so intensiven Geborgenheit, eingehüllt in einer Geborgenheit, dass man Angst gar nicht bekommen kann. Ja? Aber Neugierde treibt einem da, nicht? Was hat Sie dann dazu veranlasst, diesen Weg zum Licht nicht mehr weiterzugehen, umzukehren? Ja, also das war ich muss sagen, eine harte Situation für mich. Ich war inzwischen, man möchte fast sagen, dabei wirklich in dieses Licht einzutreten. Ja? Es müsste nur noch einen Vorhang aufschieben, ja? Oder eine Tür öffnen, wobei so massiv ist das nicht, ja? Einen Vorhang zur Seite schieben. Und dann hörte ich plötzlich eine Stimme, dieselbe Stimme übrigens wieder, die sagte, kehr zurück in deinen Körper. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann war Stille. Und dann war ich beschäftigt mit meiner Aussage. Was tue ich da? Da wird mir so etwas Unglaubliches, unbeschreiblich Schönes gezeigt und jetzt sage ich, nein, ich will meinen Willen durchsetzen. Was mache ich da kaputt? Durch meinen Egoismus, den ich habe. Und es war insofern ein Ringen, ich hatte so etwas wie eine Vorschau, wie mein Leben weitergehen könnte. Und das war nicht so lustig. Ich wollte das nicht wirklich tauschen damit. Und trotzdem war es meine Sehnsucht und meine Entscheidung, diesen unglaublichen Frieden, diese Geborgenheit, diese Liebe nicht zu zerstören und zurückzukehren. Wobei, kehr zurück, man könnte sagen, es klingt wie ein Befehl. Nein, hat nicht wie ein Befehl geklungen.
aber ein klarer Auftrag. Ein Auftrag, klarer Auftrag. Sie sind ein gläubiger Mensch. Die Beziehung zu Jesus, überhaupt zu Gott, ist für Sie sehr wichtig. Welche Rolle haben denn Gott, hat denn Jesus in Ihren Erlebnissen gespielt? Also ich sehe mal diese Verbindung ganz extrem stark eigentlich in das, ja, eigentlich schon bei dem Sakrament, das ich bekommen habe, ja, dieses Sterbesakrament, das ich empfangen habe, plötzlich der Schmerz, das Leiden eigentlich bedeutungslos war. Ja, es ist eine Verklärung, die man da erfährt. Ja. Und ja, damit hat mich aber auch verbunden, diese Verklärung, die ja Jesus selbst auch erfahren hat am Berg Tabor. Daher sehe ich das, seinen Kreuzweg ja auch ein bisschen anders. Nicht? Natürlich hat er Unglaubliches ertragen, diese Überwindung, diese geistige Überwindung, es zu ertragen, sich nicht zu wehren, ist ja enorm, ist ja unmenschlich. Ja? Aber ich denke, da liegt die größte Leistung, oder die Jesus vollbracht hat. Ja? Weil er hätte ja seine Macht einsetzen können, wenn er wirklich Gottes Sohn ist. Warum tut er das nicht? Nicht? Die Frage kann man sich ja auch stellen. Ja? Und weil es eben, ich habe auch eine Antwort dafür, weil es auch darum geht, dass wir wirklich auch im anderen Sinne Geschwister Jesu sind. Diese unglaubliche Liebesbeziehung, Liebe zu werden, frei zu werden von jeder Belastung, das, die Möglichkeit haben wir, die ist für uns aufbereitet, eben weil er den Weg für uns gegangen ist. Er ist für mich persönlich am Kreuz gestorben, weil ich kann es nicht gut machen. Er hat es für mich gut gemacht, weil ich Ja dazu gesagt habe, dass ich es falsch gemacht habe. Insofern spielt Jesus eine riesige Rolle in meinem Leben. Hatten Sie das Gefühl, von Jesus begleitet zu werden? Ich hatte nicht das Gefühl, ich könnte ihn bei der Hand nehmen. Dass er gegenwärtig ist, vor allem in diesem Film, war mir dann schon klar. Vor allem nach der ersten Entscheidung, es war nicht in Ordnung. Ja. Ich glaube nicht, dass wir dazu geboren sind, keine Fehler zu machen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass wir aus Fehlern mehr lernen als aus anderen Situationen. Ja. Ja. Es ist für mich einfach, dieses Leben hier hat den Sinn, einfach reif zu werden für etwas Höheres, Größeres, als wir vorher waren. Wie haben Sie dann die Rückkehr, das Erwachen in dem kranken Körper erlebt? Na, fürchterlich. Also bin eingetaucht in meinen Körper und ich habe mich durchbohrt gefühlt von hunderten, tausenden Schwertern. Der ganze Schmerz war wieder da. Rein medizinisch betrachtet, von außen, was ist geschehen? Inzwischen lag ich ja sowas wie in einem Sterbekammerl. Ja. Ja. Und wie ich merkte, dass ich sozusagen wieder in meinem Körper bin, dachte ich, es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich wieder hier in dieser Welt leben soll. Ja? Also sollte ich mich vielleicht bemerkbar machen. Nur ich konnte mich gar nicht bemerkbar machen. Ja, keine Stimme, ich konnte nichts bewegen, ich habe gesucht, nichts gefunden. Ne? Und doch habe ich etwas gefunden nach einer Weile, nach mehrmaligen Suchen. Ich wollte schon aufgeben, aber ich dachte, nein, das, irgendwas muss einen Sinn geben. Ja? Dann habe ich gesehen, auf meiner rechten großen Zehe hang ein Zettel drauf, ja, drauf mit einem Bindfaden, ja, Josef Müller gestorben am 20.12. um 20 Uhr. Haben Sie da Ihren Körper von oben gesehen oder aus dem Körper heraus? Das habe ich ja schon aus dem Körper gesehen. Wobei kann man auch nicht sagen, weil die Augen konnte ich gar nicht öffnen. Die Augen konnte ich ja gar nicht öffnen. So wie ich eigentlich die Besucher wahrgenommen habe, trotz Bewusstlosigkeit für die Besucher, genauso habe ich dann alles das jetzt wahrgenommen.
Sie haben also den Zettel an Ihrem Zeh von außen gesehen? Eigentlich von außen, so gesehen, korrekterweise würde man sagen, von außen, ja. Und dann den Zeh zu bewegen begonnen? Ja, und dann ist man dachte, na, wenn jemand kommt, dann versuche ich das noch einmal. Ja, tatsächlich kam eine Krankenschwester, Pflegerin, weiß nicht ganz so genau, wer diese Frau war. Auf jeden Fall kam die rein. Ich versuchte, ob der zu wackeln. Der hat gewackelt, der Zettel, der hat geschrien und ist weggelaufen. Sie waren im Sterbezimmer als tot erklärt. Als für tot erklärt. Ja, und irgendwie hat das für mich sehr lange gedauert, bis wieder wer gekommen ist. Ich habe mir schon gedacht, na, die wird wahrscheinlich gar nichts sagen wollen. Sie geniert sich, weil sie hat was zu sagen, da hat sich wer bewegt, wer tot. Ja. Aber dann sind doch Leute gekommen. Sie war offensichtlich doch glaubwürdig. Und man hat mich dann rausgeschoben wieder aus diesem Sterbezimmer, dann zurück in mein Zimmer. Da war ein Arzt dabei, der hatte eine ganz wichtige Frage. Nicht? Man könnte sich vieles vorstellen, was er wissen will. Nein, er hatte die Frage, ist der Sterbezettel noch im Haus? Nicht? Das war das Wichtigste. Die Statistik muss stimmen. Die Statistik muss stimmen. Welche Blamage, wenn der Schaf der BH liegt. Ja. Statistiken sind für die Medizin ja allgemein ein zentrales Thema. Es ist heute auch nicht anders. Ne? Welche medizinischen Erklärungen gab es für Ihre Genesung? Ja, das ist, diese Frage ist für mich auch spannend, weil es war so, dass ich, wie ich zurückgekommen bin, ich konnte mich ja gar nicht bewegen. Das war für mich ja noch der bessere Zustand. Ja, schlimmer wurde es ja, wie ich mich dann bewegen konnte, weil warum nicht noch mehr und wie ich dann Stimme bekam, warum kann ich nicht mehr sprechen oder wie ich lesen konnte. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Stunden gebraucht, einmal um einen Satz zu lesen. Am Ende war ich total schockiert, erschrocken, kaputt, weil ich nicht mehr wusste, was ich gelesen hatte. Ja. Und ja, die Medizin war, was hat die Medizin getan? Die Medizin hat mich einmal ein paar Tage liegen gelassen. Ja, mal beobachten, was sich da tut überhaupt. Aber es gab keinen weiteren Eingriff mehr, keine Operation? Doch. Es gab nach ein paar Tagen, also da waren die Weihnachtstage dann vorbei, so gegen Jahresende hin schon, also hat man mich wieder operiert, man hat meine Bauchdecke aufgemacht und hat festgestellt, da ist kein Brand. Und dieser Primarzt Dr. Peters, ein hundertprozentiger Atheist, der wollte das einfach nicht glauben. Der hat gesagt, wir haben einen völligen Blödsinn gemacht, wir sind nicht mehr in der Lage, wann jemand Brand hat oder nicht und so weiter und so fort. Der hat einfach an diese Diagnosen davor gezweifelt. Ja. Andere Ärzte haben gesagt, wir können das nur als Wunder abstempeln, wir haben keine Erklärung. Aber dieser Primar Peters war auch mit Leidenschaft ein Chirurg, hat kurz davor einen Weltrekord im Blinddarmoperieren aufgestellt. Was war das für Weltrekord? 10 OPs in 5 Minuten? Nein, eine Operation in 3 Minuten. Hat in Paris aufgestellt, ja. Wie sind Sie mit Ihrer Nahtoderfahrung dann umgegangen? Im Jahr 1964 gab es diesen Begriff Nahtoderfahrung ja noch gar nicht. Die Pioniere der Sterbeforschung, Kübler-Ross, Moody, hatten noch nichts publiziert. Wie war das für Sie? Konnten Sie mit irgendjemandem offen darüber reden? Ja, das hätte ich mir gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Es waren meine Eltern nicht bereit, mir zuzuhören, sie wollten davon nichts wissen. Also für meine Mutter war das Ganze ein Schockerlebnis, ein totales. Ja. Einmal, dass ich vermeintlich tot bin und dass ich dann doch lebe. Also das hat sich total aus der Bahn geworfen. Sie ist dann nach wenigen Jahren auch psychisch krank geworden und hat später dann auch Selbstmord begangen. Das hatte mit dem Erlebnis auch, zu tun? Auch, ja. Es hatte mit ihrer Kindheit zu tun und auch was anderem. Aber das hatte sicherlich auch mit eine Rolle gespielt. Und ich habe auch mit einem Priester versucht zu reden. Nicht? Also meine Mutter hat dann einfach einmal einen Priester geholt, damit ich dem das erzählen hat. Der wollte schon gar nichts wissen davon. Ja? Also der Arzt, der mich besucht hat,
unser Hausarzt, ja, hat kaum Zeit gehabt, der hat mich zweimal kurz besucht, aber ein Gespräch war, kann man auch nicht wirklich sagen. Ich glaube, dass der einfach auch die Ärzte total überfordert waren. Ja. Sie waren durch Ihr Erlebnis, das dann ja praktisch Ihr ganzes weiteres Leben geprägt hat, nicht mehr der 16-Jährige, der Sie vorher waren. Wie sind Ihre Verwandten, Ihre Freunde damit zurechtgekommen? Das ist das Problem. Es waren alle anders. Ja, ich habe sie als anders wahrgenommen. Ja? Ja, sie waren auch anders im Verhalten zu meiner Person. Ja? Und Freundschaften sind kaputt gegangen, andere sind entstanden, muss ich auch sagen. Ja? Aber es hat sich alles verändert. Es hat einfach alles verändert. Meine Geschwister sagen heute noch, du nimmst unsere Familie wahr, so sehen wir sie gar nicht. Hat sich Ihre Empfindungsfähigkeit, Ihre Empathie damit vergrößert? Ja, also meine Empathie ist natürlich damit extrem geworden. Manchmal hätte ich sie lieber nicht, muss ich ehrlich gestehen. Meine Frau, ja, die wundert sich immer wieder, wenn ich Dinge sage und dann passieren sie. Schlimm war für mich, das habe ich noch niemandem erzählt, wenn ich vielleicht das jetzt einmal anbringen darf. Eine Situation, Jahre danach, 20 Jahre danach in etwa, wo ich ein Seminar besuchte, ein Glaubensseminar besuchte und ich damals, bevor ich dorthin gegangen bin, mit einem Satz aus der Bibel gerungen habe. Und zwar, wo Jesus sagt zu dem einen, der sagt, er will sich anschließen ihm, und der sagt, nein, ich will zuerst meinen Vater zu Hause begraben, nicht? Und der Jesus sagt darauf, lass doch die Toten begraben. Ja? Es kann doch nicht sein, dass die Menschen schon tot sind, bevor sie tot sind. Ne? Das hat mich total sozusagen beschäftigt, irrsinnig. Und ich habe dann Jesus gebeten, er möge mir doch etwas zeigen, damit ich das wirklich richtig verstehen kann. Und dann habe ich, ja, 10 Tage lang die Seelen der Menschen gesehen. Und ich hätte nur weinen können, nur weinen können. Geistig tot. Geistig tot, geistig, nur Lumpen und Fetzen. Ja? Wenige, die wirklich gesund sind. Ja. Haben Sie im Lauf Ihres Lebens selbst an den Erfahrungen zu zweifeln begonnen? Ja, es ist so schwierig, damit umzugehen, ja, mit diesen Erfahrungen. Keiner will zuhören, ja, keiner kann es auch verstehen. Ist ja auch normal, würde ich sagen. Und dann habe ich begonnen, einfach so eine Verdrängungsstrategie mir zurechtzulegen. Alles nur Einbildung, spielt sich im Kopf ab, was soll das alles, also... Ja, das hat doch alles keinen reellen Hintergrund und so weiter. Ne? Und damit bin ich ganz gut zurechtgekommen. Ja? Nicht ganz klar, aber doch so halbwegs zurechtgekommen. Ja, das war dann aber bis im September. Ich weiß nicht mehr, am 31. Januar oder 1. Februar wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Und ich habe dann... ja, zu Hause relativ schnell Fortschritte gemacht, auch alles wieder neu zu erlernen. Ja, bei Erinnerungen sind ja offensichtlich abgespeichert, also man muss sie einfach wieder ausgraben, diese Sachen. Und im September ließ ich eine Zeitung, schlag auf, einen Autounfall, und ich wusste wie im Blitz, dann hast du gesehen, den Autounfall damals. Und das war für mich eigentlich eine Katastrophe. Ich wollte das nicht wahrhaben, dass das der sein kann. Und habe eigentlich gekämpft, ein paar Jahre lang gekämpft damit sogar, bis mich dann der Bürgermeister von dem Ort eingeladen hat und er mich gefragt hat, was war los bei dem Autounfall. Und ich habe ihm dann geschildert und erzählt, was die im Auto dabei hatten und so weiter, was nicht in der Zeitung stand. Und der hat das alles bestätigt. Und für mich ist eigentlich dann so richtiges Tief gekommen. Ich wollte nie mehr davon reden, nie mehr was sagen. Ja, totschweigen.
Was waren das zum Beispiel für Details, die Sie da gesehen haben? Ja, zum Beispiel das Mädchen hatte eine Puppe, aber keine begleitete Puppe, sondern einen Buben als Puppe dabei. Ja? Und sie hat immer versucht, ja, den Daumen der Hand des Buben in den Mund hineinzustecken. Und dann hat man auch gesehen, dass das Loch da kein Loch war, sondern gemacht wurde. Und das konnte dann wirklich bestätigt werden? Oder ich habe die Schmuckstücke der Frau beschrieben. Ja, welche Halskette, mit welcher, wie das Medaillon ausgesehen hat. Heute zweifeln Sie nicht mehr an der Realität der Ereignisse? Ich kann nicht zweifeln mehr. Ich kann nicht zweifeln. Nahtoderfahrene berichten sehr häufig, dass sich ihre Religiosität oder ihre Spiritualität verändert hat. Sie sind gläubiger, spiritueller geworden, haben aber andererseits oft den Bezug zu traditionellen Religionen verloren. Wie war das bei Ihnen? Sie sind zunächst ja auch aus der Kirche ausgetreten. Wie hat sich Ihr Bezug zur Religion weiterentwickelt? Wie hat sich der Bezug entwickelt? Also ich muss sagen, ich habe mich beschäftigt damit, welche Religion ist für mich die richtige, weil die katholische Kirche war nicht so perfekt, ist nicht so perfekt. Ja. Ich habe Buddhismus, ja, verschiedenste Dinge mir angesehen, Hinduismus. Und für mich war aber dann schon klar, es kann für mich nur eine christliche Lehre sein. Ja. Alleine durch dieses Erlebnis, wo ich sage, da war Jesus bei meinem Tod dabei. Ja. Und ja, die Frage war dann letztendlich, aha, welche christliche Lehre, ja, ist die bestgeeignetste? Und da gab es für mich eigentlich die Wahl zwischen einer katholischen Kirche oder einer orthodoxen Kirche. Ja. Warum so traditionsbewusst, müsste man jetzt ehrlich fragen können. Ne? Einfach deswegen, weil ich sage, wenn man den Weg der Wahrheit geht und versucht zu gehen, dann kann man eine Religion, die wirklich auf das Jenseits hin will, ja, dann kann man nicht einfach den Zeitgeist wirken lassen. Für mich hat Religion die Aufgabe, eine christliche Religion, die Aufgabe, die Würde des Menschen zu verteidigen gegenüber dem weltlichen Denken, Nutzendenken und so weiter. Ja? Und wenn ich heute unsere Kirche, die katholische, ansehe, dann muss ich ja sagen, also da ist auch nicht weit her. Ne? Für mich ist es fürchterlich, der Zustand derzeit in der Kirche, wo man permanent von oberster Ebene hört, Nächstenliebe, Nächstenliebe, Nächstenliebe. Aber man hört nichts von der Gottesliebe. Und für mich ist reiner Humanismus auch gefährlich. Warum? Weil man missbrauchen kann. Man kann die Nächstenliebe missbrauchen für eigene Ziele. Aber die Gottesliebe doch auch. Schwer. Aber dann hat man keine Gottesliebe. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Sie haben also jedenfalls nicht darauf geschaut, in welcher Religion Sie Ihre eigenen Erlebnisse am besten widerspiegelt finden, sondern eher, welche Religion ist für die Gesellschaft am förderlichsten. Ja, natürlich, ja. Weil ja, das Miteinander kann ja niemanden ausschließen. Ja. Also ich muss sagen, im Grunde genommen, die koptische Kirche hätte mir ja schon gut gefallen. Ja. Weil sie ist Religion sehr praktisch betrachtet, im Grunde genommen. Denn das Tageserlebnis vergleicht man oder prüft man seine Entscheidungen, wie hätte Jesus gehandelt, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre. Was ja hier in der katholischen oder anderen Religionen nicht mehr so sehr Thema ist. Sie konnten über Ihre Nahtoderfahrung lange Zeit nicht sprechen, haben mit sich selbst gerungen. Wie kam es dann dazu, dass Sie doch an die Öffentlichkeit gegangen sind? Gab es da einen bestimmten Anlass? Ja, es gab so einen Anstoß. Zuerst möchte ich sagen, ich habe wirklich lange Zeit gerungen damit. Ja, ich habe sehr stark gerungen. Irgendwo hat man das Bedürfnis, gehört zu werden. Aber da gibt es ein großes Problem dabei.
bei dem Bedürfnis. Man will ja nicht nur gehört werden, sondern man will ja auch sozusagen akzeptiert werden irgendwo, auch wenn es die anderen nicht nachvollziehen können. Und solange man das Bedürfnis hat, akzeptiert oder vielleicht sogar verstanden zu werden, dann kann man gar nicht reden darüber. Und da gab es doch einen Pater Bruno in Wien, der gesagt hat, du komm zu meinem, ja, hin und wieder habe ich was gesagt, dort und dort was fallen lassen, und dann haben sie gewusst, der tickt ein bisschen anders. Ne? Und da gab es dann eben diesen Pater Bruno, der gesagt hat, du, es wäre interessant, wenn du einfach zu mir kommst, in die Berufsschule, in den Unterricht und in einer Religionsstunde einfach erzählst. Und du kannst erzählen, was du willst. Ich werde mich nicht einmischen, ich werde dich nicht korrigieren, deine Erfahrung, mehr soll es nicht sein. Und dann habe ich mir gesagt, ja, das ist eine Chance für mich. Endlich das nicht einfach mit mir schwanger herumlaufen dauernd und unter Druck zu sein, wie könnte das Ventil der Freiheit sich öffnen. Ja, und so war es dann ja auch. So hat es begonnen. Sie haben auch ein Buch über Ihre Erlebnisse geschrieben. Mittlerweile gibt es mehrere Bücher von Ihnen, aber das erste hatte den Titel Erinnerungen an meine, deine Zukunft. Wie kam es dazu? Ja, es war dann einfach so, dass Menschen gesagt haben, warum schreibst du das nicht nieder? So können es mehrere Leute erfahren. Ja, und ja, ich habe das niedergeschrieben, ich habe das gemacht. Der Verlag wollte keiner was wissen davon, habe es praktisch mit dem Eigenverlag, also BOD, Book on Demand, veröffentlicht und so. Wobei ich sagen muss, da fällt mir jetzt Pater Leo Kucher ein. Das war praktisch mein Seelenbetreuer, Führer, mit dem mir ging es darum, einen Priester zu haben, mit dem ich einfach diskutieren kann. Nicht eine Beichte, wo man was ausspreche, das hat mich nicht so sehr interessiert. Das ist ein anderes Thema für mich, das ist ein Versöhnungsakt. Aber mir ging es darum, wirklich einfach zu diskutieren. Und der hat am Anfang war nicht geneigt, ein Vorwort dazu zu schreiben. Der hat gemeint, na, da gibt es so wunde Stellen, ja, und so. Und er hat es dann doch getan. Ja. Und er war dann letztendlich auch derjenige, der dahinter steckt, dass mich der KTV eingeladen hat zum ersten Interview. Die ersten, die mich eingeladen haben zu Vorträgen, das war noch davor, ja, manche Dinge werden einfach weitergehen, waren eigentlich Freikirchen und gar nicht so sehr die katholische Kirche. Sie waren schon als Kind stark dem christlichen Glauben verbunden, waren, wie Sie erzählt haben, als Ministrant tätig. Sie haben viel und gern gelesen, die Bibel, den Katechismus, und sind den kirchlichen Lehren heute immer noch stark verbunden. Würden Sie zusammenfassend sagen, dass sich alle Ihre Erlebnisse gut mit der christlichen, genauer mit der katholischen Glaubenslehre vereinbaren lassen? Oder gab es da auch Erfahrungen, die Sie gemacht haben, die bei Ihnen Fragezeichen in den Raum gestellt haben? Also die Art der Versöhnung praktisch nach der Finsternis, das habe ich so nicht gehört. Man hat zwar was gehört von Fegefeuer, nur für mich gibt es kein Fegefeuer. Ja? Man geht durch die Hölle und bringt seinen Stolz um oder nicht. Ja? Ja? Womit ich auch immer gerungen habe, war der Gedanke, für ewig verbannt in der Hölle und so weiter. Ich habe da eine ganz andere Sicht. Wenn wir in diesem Reich, in diesem Himmelreich, bezeichnen wir es so, sind, es fehlt uns niemand. Ja? Warum fehlt uns niemand? Weil diejenigen, die nicht Ja sagen dazu oder noch nicht Ja gesagt haben dazu, einfach nicht existieren. Es gibt niemanden, der im Himmel traurig ist. Ja? Und das muss ich sagen, da spricht die Kirche keine klare Sprache in der Beziehung. Ja? Da
Dann gibt es ja auch die Aussage, dass ja, die Entstehung der Seele erst passiert bei der Befruchtung. Ne? Gott schafft die Seele hinzu. Hinzu. Nein, die ist schon längst geschaffen. Ja? Ja? Oder für mich ist es ein lächerlicher Übersetzungsfehler, sage ich einmal, in der Bibel, wo er steht doch beim Jakobusbrief gleich am Anfang, Gott verführt niemanden. Und trotzdem beten wir im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Warum soll ich Gott etwas bitten, was er eh nicht tut? Vielleicht soll der Satz ja heißen, lass uns nicht falsch suchen. Ja, das könnte vieles heißen. Ja? Aber man kämpft ganz verbissen darum, das ja nicht zu ändern. Ja? Dann sage ich, was er sieht, ja, bitte nehmt doch das aus der Bibel raus, den Jakobusbrief, dann eckt es nicht mehr an. Ne? Na, das geht auch nicht. Ne? Ja, so ist es. Sie haben Ihre Nahtoderfahrung als 16-Jähriger erlebt und haben sich damals sehr viel mit schuldhaftem, sündhaftem Verhalten auseinandergesetzt, auch mit der Bedeutung der Beichte in diesem Zusammenhang. Wer nun als älterer Mensch auf sein Leben zurückblickt, belächelt seine Sünden aus der Kindheit oder Jugendzeit manchmal eher, weil sich durch die Lebenserfahrung manches relativiert. Haben Sie aus heutiger Sicht den Eindruck, dass Sie als 16-Jähriger vielleicht manches zu hoch gehängt haben, als zu bedeutend eingestuft haben und dass für Sie bei einer Nahtoderfahrung heute andere Themen zur Aufarbeitung anstehen würden? Oder denken Sie, dass richtiges und falsches Verhalten sozusagen in Stein gemeißelt sind und Lebenserfahrungen hin oder her immer gleich zu bewerten sind? Ich kann nur von meiner Überzeugung sprechen. Ich denke, ich habe als Kind schon Dinge gemacht, wo ich selbst Bedenken hatte, ja, ob das gut, richtig ist oder nicht. Ja. Und ich glaube nicht an das Märchen, das ist ein kleines Kind, das weiß ja das nicht. Das glaube ich nicht. Das ist für mich eine Fabelgeschichte. Ich denke, gerade Kinder haben ein sehr gutes Gefühl für Recht und Unrecht. Und zu provozieren, ja permanent gehen sie an die Grenzen und provozieren, um die Grenzen zu erweitern. Ja? Aber die kleinsten Kinder haben ein irrsinniges Gespür für Recht und Unrecht. Man kann das erleben. Fragen einfach kleine Kinder fragen. War das jetzt in Ordnung, was der gemacht hat? Und sagt er klipp und klar ja oder nein? Es geht nicht um das Ereignis an sich, sondern um das tiefe Wissen um richtig und falsch. Ja, natürlich. Nur kleine Kinder haben da irrsinniges Gespür dafür, dass ja bei Erwachsenen dann irgendwann verschwindet oder immer mehr abgebaut wird. Die Sensibilität ja, geht immer mehr verloren. Und ich kann wirklich nicht sagen, ist es schlimmer, jemanden umzubringen oder über jemanden was Falsches zu erzählen? Das eine ist Rufmord, das andere ist ein leiblicher Mord. Beides ist nicht in Ordnung. Also wenn wir an dieses Erlebnis um die 5 Schilling denken, die Sie damals gestohlen haben, es geht nicht um diesen Tatbestand an sich, nicht um den Wert der 5 Schilling und auch nicht darum, was das heute für Bedeutung haben würde, sondern es geht um die Motivation dahinter. Es geht nicht ums Ereignis, sondern ja. Es geht darum, wie gehe ich damit um, was ist die Motivation, nicht? Heute sind Erlebnisse, wie Sie sie hatten, unter dem Begriff der Nahtoderfahrung weithin bekannt. Es sind unzählige Fälle aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen dokumentiert. Menschen erleben eben, wie man weiß, ähnliche Elemente. Das Austreten aus dem Körper zum Beispiel, der Lebensfilm, der mit einer gewissen Bewertung der Ereignisse verbunden ist, auch den Eintritt in das Licht, den Bezug zu Liebe, Freiheit. Die Menschen erleben das aber alle unabhängig davon, welcher Religion sie zugehören. Aus Ihrer Sicht haben alle, die diese überwältigenden Erlebnisse nicht mit Gott oder konkret mit Jesus Christus in Verbindung bringen, noch nicht die ganze Wahrheit erkannt? Oder halten Sie es auch für möglich, dass die Art, wie Sie Ihre Erlebnisse einordnen, einfach durch Ihr christliches Gedankengut geprägt ist? Und damit nur eine von vielen möglichen Interpretationen ist. Die Frage will ich nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. Ja? Aber ich möchte ein bisschen was sagen dazu.
Mir hat das sehr geholfen, auch Aufenthalt in Indien, wo ich einem heiligen Bettler begegnet bin. Ein heiliger Bettler ist unendlich reich an Gütern, an irdischen. Und wenn er zwischen 70 und 75 Jahre ist, verschenkt er alles seinen Verwandten, zieht sein letztes Kleid an und geht weg. Und ich kann ihn dadurch erkennen, meint er, wenn er etwas bettelt, dann braucht er es jetzt. Wenn ich etwas betteln würde und sagen, ja, damit ich morgen ein Frühstück habe, dann ist kein heiliger Bettler. Der heilige Bettler lebt im Jetzt und nur im Jetzt. Und ich habe diesen Menschen unheimlich bewundert. Der hat eine Ausstrahlung gehabt, gewaltige Ausstrahlung. Er kannte auch die christliche Lehre. Er findet die Lehre gut, wie es die Menschen leben, chaotisch. Ja, also nicht in Ordnung. Und er sagt, nein, er ist als Hindu geboren und möchte auch als Hindu sterben. Ja? Und daher geht er auch diesen Weg, den er seine Religion eben hat. Das finde ich sehr gut, denn eigentlich sagt ja auch Jesus, kümmert euch nicht um die anderen. Ne? Erzählt ihnen zwar vom Evangelium, aber was jetzt andere Religionen tun oder was, das sollte nicht unsere Sache sein. Es ging mir nicht um die Frage, welche Religion die richtige ist. Ja, ja, ich weiß schon. Aber grundsätzlich sage ich, wenn jemand eine Überzeugung in sich trägt, das heißt, dass er in sich keinen Widerspruch hat, ja, dass er wirklich sagen kann, das bin ich, das gehört zu mir, dann ist es in Ordnung. Dann hat das nichts mit Christus oder christlichem Leben oder buddhistischem Leben oder immer zu tun. Wobei bei Buddhismus, sage ich mal, da fehlt mir die Gottesbeziehung eigentlich überhaupt. Ja. Beim Hinduismus einfach ins Nirvana einzugehen, naja. Eigenartigerweise haben wir ja in den westlichen Ländern diese Wiedergeburt übernommen von dort, wobei, das hat mir auch dieser heilige Bettler erklärt, er sagt, also wir tun alles, um nicht wiedergeboren werden zu müssen. Ja? Und deswegen macht er den Schritt und gibt alles her. Zusammenfassend gesagt, verstehe ich Sie da richtig, es geht um das Erleben und um das, was ich daraus mache, nicht so sehr um die Frage, in welche religiöse Schublade ich das einordne. Ja, das möchte ich schon behaupten, weil die ganzen Naturgesetze sind Gesetze des Schöpfers. Ja? Und wenn er auf die Naturgesetze achtet, dann ist er vielleicht Gott näher als ein Christ, der jeden Tag in Kirchen geht. Ja? Und dann tut, was er will. Wie stehen Sie heute dem Tod gegenüber? Eher mit der Einstellung des Wissens um all das, was da kommen wird? Oder eher wieder ganz offen, im besten Sinn des Wortes, neugierig darauf, was wirklich geschehen wird? Sie stellen so einfache Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Also eines kann ich mit Sicherheit sagen, also Angst habe ich keine. Ja, das gehört zum Leben. Das Sterben gehört zum Leben. Das habe ich keine. Ich habe gut, ich denke fast 50 Jahre in etwa verbracht, wo ich eigentlich mich fast täglich etwas gesehnt habe, einmal mehr, einmal weniger, doch endlich sterben zu dürfen. Ja? Jetzt hat mir Gott, sage ich einmal, noch eine Frau zur Seite gestellt. Wir haben uns nicht gesucht, wir wollten uns auch gar nicht. Und trotzdem, jetzt habe ich eine Beziehung, wo ich sage, okay, da halte ich es gut aus. Ja? Und wenn es noch ein paar Jahre dauert, ist okay. Trotzdem freue ich mich, wenn es soweit ist. Manchmal denke ich mir, wenn es nur halb so schön wird, was ich schon erlebt habe, bin ich zufrieden. Was wäre denn die wichtigste Botschaft, die Sie den Menschen aufgrund Ihrer Erfahrungen mitgeben möchten? Vor allem im Hinblick darauf, dass der Tod in unserer Gesellschaft ja immer noch weitgehend tabuisiert ist. Ja, eine Botschaft zu geben, ist nur zu einfach, denn Leben nach dem Tod wollen Sie nicht akzeptieren. Verdrängen sie ja, sagen ja klipp und klar viele Nein. Ja, das glaube ich einfach nicht. Da gibt es auch Priester, die das nicht glauben. Ja. Wichtig wäre es nicht schön, wenn die Kinder, Enkelkinder sagen, naja, ich freue mich schon, wenn ich meine Eltern wieder sehe, meine Großeltern wieder mal sehen kann.
wenn ich sie umarmen kann. Sie sind ein Teil dieser Liebe, die niemals endet. Wäre es das nicht wert, es zu versuchen, daran zu glauben? Und so zu leben, dass am Ende wenig zu lösen offen bleibt. Ja. Also ich freue mich immer, wenn ich auf ein Begräbnis gehe und das Begräbnis ist fröhlich. Mein geistiger Führer sozusagen, Pater Leo Kucher, der ja eigentlich ein Jude war und dann konvertiert ist, weil er im KZ war und so weiter und so fort, der hat zuletzt gesagt, er hat selber seine Totenpredigt gehalten. Er hat von Dompang gesprochen und hat dem Kardinal Schönborn ist dann zum Pult gegangen und hat gesagt, okay, jetzt habe ich die Predigt zu machen, aber ich darf ja nicht, ich habe was zum Abspielen. Und dann hat Pater Leo Kucher gesagt, na, jetzt habt ihr gehabt, habt ihr Ruhe von mir, noch immer nicht, ich habe euch immer noch was zu sagen. Und es ist jeder eingeladen, zu mir zum Friedhof zu kommen, aber nur eine Bedingung stelle ich euch. Ihr müsst ein Halleluja singen. Fröhlich sein. Fröhlich sein. Herr Herzmüller, alles Gute für Sie weiterhin und vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.